Hallo liebe Weltraumfans, hallo liebe Raumfahrtfans, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, es geht mal wieder um Raumfahrt und zwar um wunderschöne Spielsachen aus dem Hause Playmobil. Möchte ich euch mal vorstellen, hier ein Set. Eigentlich sind es zwei Sets, aber ich fange hier erstmal mit dem einen Set an von 2015. Hier eine Startanlage, eine Rakete auf einer Startanlage. Dazu hier zwei Techniker oder eine Technikerin, ein Techniker. Eine zwei- bzw. eigentlich dreistufige Rakete, die wir hier haben. Wunderbar. Da gibt es noch einen Roboter dazu, auch was ganz Neues. Und wir haben hier diese Startanlage. Wir können hier sozusagen den Turm hoch und runter fahren, ohne dass die Leute hier umfallen. Ich nehme den gerade mal raus. Hat dann hier die Möglichkeit, mit so einem Korb sozusagen um die Rakete rumzufahren. Beziehungsweise mit zwei Körben kann man die Rakete also betrachten und reparieren. Dann haben wir oben natürlich eine Funkanlage. Das ist hier dieser Korb, ich drehe das mal ein bisschen, man sieht es wahrscheinlich nicht so wirklich. Dieser Korb ist so ein bisschen als Kontrollzentrum ausgestattet, wobei jeder ist ihm klar, wenn man hier, wenn die Rakete startet, ist es doof, wenn man sich hier aufhält, da wird man gebraten, aber was soll's, das ist ja nur ein Spiel. Wir haben hier Sound dabei. Und auch Licht. Hier gibt es also dann die Startgeräusche dazu. Man kann das Ganze umstellen auf Französisch und Englisch. Dann kann man die Rakete natürlich starten lassen. Das heißt, man zieht sie hier so weg. Und hat dann oben hier noch einen Teil, den man abkoppeln kann. So, den kann man abkoppeln. Hat hier noch so ein wunderbares Triebwerk dabei. Das ist also dann die obere Stufe. Dann kann man die obere Stufe natürlich abmachen und zieht hier einen Kommunikationssatelliten heraus. Damit kann man also eine Mission spielen und das Ganze firmiert hier auch unter dem Missionsnamen Mission Geo. Also hier geht es um die Erdbeobachtung im Wesentlichen. So, ich kriege das hier wieder drauf. Das Ganze, also diese Rakete mit Startturm und so weiter, das hatte die Artikelnummer 6195, dann unter der Artikelnummer 6196 gab es in der Zeit von Playmobil, ich muss mir das mal hochholen, dann auch so ein wunderschönes Space Shuttle. Da sind hier vorne ein Astronaut. Man hat hier so auch ein bisschen was. Das Cockpit ist hier auch sehr schön gemacht. Dann hier hinten ist noch ein weiterer Astronaut drin, also hier kann sich ein Astronaut hinsetzen. Hier hat man dann auch noch so einen Roboterarm. Da kann man dann noch zum Beispiel auch einen Satelliten reinmachen oder was es da noch so alles gibt. Dann haben wir hier natürlich auch noch so einen Lichteffekt, einen Sound in dem Sinne. Also hier hinten kann man die Triebwerke leuchten lassen, Sound in dem Sinne gibt es nicht. Aber man hat die Möglichkeit. Hier sieht man so verschiedene Aussparungen an der Rakete, da kann man dann hier diese Teile dran machen und kann dann zum Beispiel das Shuttle wenn ich nicht zu doof wäre das zu machen, aber manchmal klemmt hier das Ganze, warum?
Das ist der Vorführeffekt. Ah, jetzt geht's. So, das Shuttle kann man dann, das haben wir natürlich falsch gemacht, dass die müssten eigentlich hier hin. So, ich mache es einfach mal. Das sind also hier vier, insgesamt vier Stützen, die man hier dran machen kann. Und dann kann man das Shuttle hier an die Rakete dran machen. Das hält natürlich jetzt nicht so ganz. Und dann kann man die Rakete mit dem Shuttle, so wie es bis 2011 eigentlich bei der NASA üblich gewesen ist, in den Weltraum bringen und kann dann, wenn die Mission des Shuttles beendet ist, das natürlich dann auch hier mit den ausgeklappten Fahrwerk dann wieder auf der Erde landen lassen. Das waren 2015 sehr, sehr schöne Sets. Das wird uns auch nochmal wieder begegnen. Ja, die Startanlage und auch das Shuttle in ähnlicher Form werden wir das nochmal sehen, wenn es dann um den Mars geht. Das soll es dann zu diesen beiden Sets erstmal gewesen sein. Die Sets zeige ich natürlich in meinem kleinen Weltraummuseum. Wer gerne mal nach Bad Homburg kommen will und mich da besuchen möchte, kann über meine Webseite Kontakt mit mir aufnehmen und dann meine Playmobil, meine Lego-Modelle oder andere Klemmbaumodelle zum Thema Raumfahrt sich gerne anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit euch auch in Zukunft keine neuen Videos mehr entgehen. Bis zum nächsten Video. Freue ich mich, wenn ihr wieder dabei ist. Sage ich Tschüss, euer Oliver Debus.